Der VfL Pfullingen präsentiert von Remondis, Ihr zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb in der Region. Hallo zum Sport am Montag. Mit Handball aus Pfullingen und Basketball aus Tübingen und am Dienstag packen wir noch Fußball aus Reutlingen obendrauf. Wir starten in der Abhalle. Für ihn war das letzte Heimspiel der Hauptrunde in der dritten Handballliga emotional nicht einfach. Daniel Brags Vater Rolf ist ja ein paar Tage zuvor überraschend verstorben. Jetzt stand er zum letzten Mal zu Hause an der Bande. Brag wechselt ja zur neuen Runde zum HC Oppenweiler Backnang. Der führt aktuell die Tabelle vor Fürstenfeldbruck an. Will der VfL noch ins Rennen um die Aufstiegsplätze eingreifen, muss gegen die HG Oftersheim Schwetzingen ein Sieg her. Für Keeper Simon Tölke und Rechtsaußen Christian Jabot war es der letzte Heimauftritt der Karriere. Beide wechseln ja in den Trainerstab als Assistenten von Florian Möck. Brank musste auf einige Akteure verzichten, unter anderem musste Kapitän Lukas List passen. Der Rahmen passte dafür, knapp 900 Zuschauer, darunter einige aus der Kurpfalz, waren mit dabei. Die Partien der dritten Liga werden auch auf Sport Deutschland TV übertragen. Die HG in Rot, der VfL in Blau-Schwarz. Ja, und bevor es losging, halten wir noch kurz inne. Einen ausführlichen Nachruf auf Rolf Brag haben wir ja am Freitag gesendet. Die Gäste stehen aktuell auf dem Relegationsplatz. Unser Gegner wird alles in die Waagschale werfen, um den Abstieg zu verhindern. Wir erwarten ein hart umkämpftes Spiel, wollen aber mit unserem Publikum gemeinsam den Sieg einfahren. Wir werden fighten bis zum Schluss, gab der sportliche Leiter Jörg Hertwig die Marschrichtung vor. Niklas Roth für Blau, Niklas Krämer für Rot. Der VfL ist dritter, punktgleich mit Kornwestheim und Leutershausen auf Fürstenfeldbruck. Fehlen 3 Punkte auf den HCOB 4. Die Brucker haben ihren Antrag auf den Einzug in die Aufstiegsrunde zur zweiten Liga zurückgezogen. Allerdings rückt der dritte nicht nach. Der dürfte dann ebenso wie der vierte an einer Pokalrunde teilnehmen. Wenn nicht, ist die Saison rum. Doppelpack von Yannick Hausmann, der spielt ja beim HBW viele Jahre Bundesliga. 31 zu 17 Punkte hat der VfL nach dem 30 zu 28 Sieg zuletzt in Kornwestheim auf dem Konto. Der direkte Vergleich gegen Fürstenfeldbruck ging allerdings verloren. Das war das 6 zu 4 durch Lukas Fischer. Ja, und das war der Ausgleich zum 7-Beide durch den Ex-Balinger Christian Wahl. Gute Viertelstunde rum. Der dritte und der Tabellenelfte auf Augenhöhe. Das Hinspiel konnten die Jungs von Trainer Christoph Lahme übrigens mit 36 zu 31 für sich entscheiden. Youngster Lasse Schiemann, 9-Beide. Jason Illich nimmt Maß. Die SG Köndringen-Telingen und der TVS Baden-Baden stehen als Absteiger fest. Oftersheim-Schwetzingen will im Fernduell mit dem TV Willstedt den Relegationsplatz verteidigen. Und so traten die Gäste auch auf. Florian Burmeister, der steht mit 130 Toren aus dem Spiel heraus in den Top 10 der dritten Liga. Kurz danach war Pause, der VfL lag mit 14 zu 15 zurück. Weiter geht's, das reicht so nicht mit dem erhofften Heimsieg. Eine Konstante war und blieb Christopher Rix, der verwandelte nämlich alle 7 Meter traumhaft sicher. Das galt auf der Gegenseite aus dem Spiel heraus für Rechtsaußen Kevin Suschlik. Überhaupt erzielten diese beiden im Wechsel die ersten 7 Tore im zweiten Durchgang. Die Gäste lagen nun 3 Tore vorne. Schöner Dreher von Suschlik. Im Gegenzug markiert dann Lukas Fischer eine Viertelstunde vor Schluss den Anschlusstreffer. Ja, jetzt wurde es auch zunehmend hektischer. Viele Unterbrechungen, die Schiedsrichter rückten auch mehr und mehr in den Fokus. Es war ein Abnutzungskampf. Seine Jungs danach in doppelter Unterzahl aufgeladene Stimmung. Burmeister findet in Daniel Schlipphack seinen Meister. Und vorne hat der VfL ja für solche Situationen einen Niklas Roth. 14 Buden zuletzt im Derby gegen den HBW 2 und das war der Ausgleich. Der hatte aber auch nicht lange Bestand, denn Max Bartelmees mit der 2 schlug zweimal zurück.
andere Seite wieder rot. Jetzt packte der VfL nochmal eine Schippe drauf. Fischer zu Paul Prinz und der Kreisläufer findet die Lücke. Wieder Schlipphack, Sieger gegen Burmeister und dann Fischer zu Julius Schmidt und der Youngster dann mit einer eher leichten Übung. Aber Schmidt wurde nun auch zum Faktor, er traf nämlich danach noch zweimal. Hier nach Tempo-Gegenstoß über Hausmann und Rix. Der VfL konnte sich dank einer Energieleistung nun entscheidend absetzen. Und wieder scheitert Burmeister, dieses Mal an Simon Tölke. Jetzt war die Messe gelesen. Rix zu Jason Illich, 33:28, fünfte Kiste für Pfullingens Nummer 24. Einmal mehr traf Niklas Roth, der markierte auch den letzten Treffer an diesem aufregenden Abend. Christopher Rix war mit 9 Toren der beste Werfer der Partie. Der VfL Pfullingen schlägt die HG Oftersheim-Schwetzingen mit 34:29. Da aber auch die Konkurrenz gewonnen hat, wird es nichts mit der dritten Teilnahme an der Aufstiegsrunde in der Ära Prag. Nach dem Jubel gibt's natürlich die Stimmen. Ja, Daniel, was für ein emotionaler Abend für dich natürlich persönlich auch. Ganz kurz zum Spiel, das war auch richtig emotional. Da musst du dann nochmal alle Register ziehen, das war ein Kraftakt. Ja, ich denke, es ist tatsächlich so, wie du es gesagt hast. Es war nicht anders zu erwarten. Wir haben gegen die Mannschaft gespielt, für die es gegen den Abstieg geht. Wir wollen unbedingt die Klasse halten und man hat heute gesehen, dass sie durchaus auch die Qualität dazu haben. Es ist für mich eine Mannschaft, die wirklich richtig Qualität hat. Christi Wahl auf der Mitte hat es wieder super gemacht. Beide Kreisläufer sind gut. Florian Burmeister ist ein Topspieler. Sodass ich sage, ist einfach ein gutes Team, gegen das wir heute gespielt haben. Und dann können wir glücklich sein, dass wir heute gewonnen haben. Und natürlich, du hast schon angesprochen, emotional war es heute nicht einfach. Ja, ich glaube, die Grundvoraussetzungen vor diesem Spiel mit allen Begleiterscheinungen waren schwierig. Zusätzlich war es natürlich so, dass wir heute auch wieder nicht mit voller Mannstärke hier auf dem Platz standen. Und fürs Oftersheim alles um alles ging heute. Und dementsprechend war das ein sehr zähes Spiel bis zur 45. 50. Minute. Aber mit der Halle, mit der Kurt-Abb-Halle im Rücken haben wir es dann glücklicherweise noch rumgekriegt und hier glücklicherweise die 2 Punkte einfahren können. Hitzig war es auch auf der Platte, die 60 Minuten. Ja, definitiv, wenn man das Spiel sieht. Viele 2-Minuten-Strafen, viele Zweikämpfe, die so am Rande der Legalität waren. Ich glaube, nee, also man muss sagen, die Härte war so, dass es teilweise entweder lässt man es laufen oder greift vorher ein. Die 2 Minuten gehen dann, glaube ich, auch in Ordnung, wenn man es über das gesamte Spiel sieht. Die Halle ist natürlich dann endlich so da und ich denke, so biegt man es am Ende um und merken dann unsere Qualität, die wir dann doch zum Ausdruck bringen. Danach gab es die große emotionale Verabschiedung. Mehr Bilder und Stimmen dazu gibt es natürlich dann noch am Freitag. Am Samstag steht dann noch das Spiel beim TV Willstedt an und bei uns geht's gleich weiter mit Basketball. Der VfL Pfullingen, präsentiert von Remondis. Ihr zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb in der Region. Also von der Abhalle in die Paul-Horn-Arena mit einem Sieg gegen die Bayer Giants Leverkusen könnten die Tigers bereits frühzeitig die Playoff-Teilnahme eintüten. Zach Seljas und Co. sammelten nach 27 Partien 40 Punkte, liegen 4 Zähler hinter Rasta Fechter auf Platz 2 in Liga 2. Die Gäste kämpfen als Vorletzter gegen den Abstieg. Eine klare Sache also. Das Intro mit Roland Steck und Co-Trainer Tom Walter. Ja, Leverkusen ist jetzt ein ganz anderes Team als zu Saisonbeginn. Die haben individuelle Klasse auf allen Positionen. Gerade die deutsche Rotation ist sehr gut und das ist ein Team, was um jeden Sieg kämpft und dementsprechend auch viel Druck hat. Und das wird keine leichte Aufgabe heute. Käperloch fällt nur aus, aber Helmanis ist dabei. Genau, Chris ist wieder zurück, war ein bisschen verletzt und dann krank, aber hat es die letzten Tage wieder trainiert und wird heute auch spielen können. Und die anderen sind fit? Alle anderen sind fit, ja. So, worauf wird es ankommen? Zuletzt hatten wir viele Probleme in der Pick-and-Roll-Defense, gerade beim Mittel-Pick-and-Roll. Leverkusen ist ein Team, was sehr viel über Mittel-Pick-and-Roll kommt, sehr viel Mittel-Pick-and-Roll spielt. Und da wird es darauf ankommen, das dementsprechend gut zu verteidigen heute. Alles Gute und Dankeschön. Danke auch. Auf Daniel Keppel und Till Jönke musste Headcoach Danny Jansson aber krankheitsbedingt verzichten. Beim von Hansi Gnad trainierten deutschen Rekordmeister fehlt Kapitän Dennis Heinzmann die komplette Runde. Topscorer der Gäste ist Haris Hujic mit knapp 15 Punkten im Schnitt. 2100 Zuschauer waren mit dabei. Das Hinspiel konnten die Tigers klar mit 98:66 für sich entscheiden.
Die Spiele der Pro A werden ja ebenfalls live auf Sport Deutschland TV übertragen. Wie immer gibt es bei uns jetzt 3 Minuten am Stück. Die Tage sind gelb mit Artu Kivimäki und da haben wir gleich Chris Helmanis beim erfolgreichen Rebound. Nach einer Verletzung am Sprunggelenk war er also wieder mit dabei. Die Gastgeber legten gut los und den ersten Hingucker gab es bereits nach 2 Minuten. Timo Lahnmüller setzte Zach Seljas in Szene und der bedankt sich per Dunking. Die Jungs aus dem Rheinland zeigten sich wenig beeindruckt, vor allem José de Oliveira Neto, Neuzugang aus Rostock. Erol Ersek, Daniel Kapsbeck, beide fehlten ja in dieser Runde auch schon verletzungsbedingt. 17 zu 19 der Stand nach dem ersten Viertel. Gelingt bereits gegen die Giants der Sprung in die Playoffs. Die Tigers und die Fans waren jedenfalls gut drauf. Allerdings galt das für den Tabellenzweiten nun weniger. Die Gäste konnten sich ein paar Punkte absetzen. Huic zu Oliveira Neto. Da nahmen sich die Tigers eine Auszeit. Die Folge Auszeit Jansson. Nach langen 3 Minuten ohne Korberfolg im zweiten Viertel schickte dann Timo Lahnmüller diesen Dreier durch die Reuse. Dennoch lief es im Angriff im Vergleich zum Spiel gegen Nürnberg zuvor weiterhin nicht rund. Der zweite und der vorletzte waren bis zur Pause auf Augenhöhe. Chris Helmanis nach schöner Vorarbeit von Lahnmüller und dann Zach Seljas aus der Distanz. Mit 3 Punkten lagen die Tigers zur Pause vorne, 37 zu 34 der Halbzeitstand. Bis gleich. Technik erster Klasse gibt's bei Elektrobetz in der Eberhardstraße in Tübingen. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Unterhaltungselektronik und Haustechnik sowie die neuesten Techniktrends. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Elektroinstallationen und haben eine eigene Meisterwerkstatt. www.elektrobetz.de. Wir sind zurück, die Führung wechselte nach 5 Minuten wieder. Die Tigers kamen offensiv nicht so richtig in die Gänge. Auch nicht Mateo Seric, der hier aus der Halbdistanz trifft. Das Team von Europameister Gnad agierte nicht wie ein Abstiegskandidat. Wir sind schon in der Schlussphase des dritten Viertels. Da brachten erst Ersek und dann Jones ihre Farben jeweils aus der Distanz wieder in Front. Mit 2 Punkten Vorsprung hinein ins Schlussviertel. Klappt das heute oder geht's schief? Nun klappen wir das auf jeden Fall, es sind ja noch genügend Spiele und jetzt klappte es auch wieder aktuell. Zach Seljas ging voran und trifft für 3. Gianni Otto zu Bakari Diba und der zu Timo Lahnmüller und der versenkt die Kugel ebenfalls für 3. Und kurz danach nochmal Tübingens Nummer 7, dieses Mal den Ball reingelegt. Die Tigers nun zweistellig vorne, Seljas beendet mit dem nächsten Dreier einen 12:1 Lauf Auszeit Leverkusen beim Stand von 68 zu 55. So Spiel endgültig gedreht, die Tigers klar auf Kurs. Oder doch nicht, die Giants knabberten noch etwas vom Rückstand ab, aber es brannte nichts mehr an, Solo von Jones. Der Finne Kivimäki machte mit diesem Dreier den Deckel drauf. Und für den Schlusspunkt sorgte dann der Däne Bakari Diba. Jo! Dann war Schluss. Die Tigers Tübingen gewinnen gegen die Bayer Giants Leverkusen mit 86 zu 79 und machen den Playoff-Einzug 6 Spiele vor Ende der Hauptrunde perfekt. Zach Seljas war mit 24 Punkten der beste Werfer der Partie. Der US-Boy wurde auch zum Spieler des Spiels gewählt und stand danach ebenso wie Timo Lahnmüller bei meinem Kollegen Roland Steck bereit zum Interview. Nun, die Wahl zum Spieler des Spiels ist eine große Ehre für mich, aber im Vordergrund steht immer das Team. Wir haben uns am Ende den Sieg erkämpft, wir konnten in der Abwehr die Angriffe des Gegners besser stoppen, das war der Schlüssel zum Sieg. Wir haben im letzten Viertel nochmal mit viel Energie und Kampfgeist dagegen gehalten und dann sind auch vorne die Würfe gefallen. Die Giants haben uns alles abverlangt, aber wir konnten dann nochmal eine Schippe draufpacken. Bei dir läuft es auch persönlich immer besser. Nun ja, ich versuche immer mein Bestes zu geben. Mal klappt es, mal eben nicht so. Aber wie gesagt, wir wollen als Mannschaft immer gewinnen. Darum geht es. Und im Moment sind wir insgesamt in einer guten Verfassung. Vielen Dank und alles Gute für die weiteren Spiele. Thank you, congratulations and all the best. Thank you. Hi, buddy. Ich meine, Leverkusen war nicht umsonst. Ich glaube, vor 2 Jahren waren sie Zweiter. Letztes Jahr waren sie im Halbfinale. Und ich denke, dass es eine sehr starke Mannschaft ist und die halt wegen ein bisschen unglücklichen Umständen jetzt dort steht, wo sie momentan steht. Was hat am Schluss den Unterschied gemacht? Ich denke, wir haben dann in der zweiten Halbzeit besser verteidigt. Wir haben Stops bekommen
Und immer wenn wir über die Defensive Stops generieren und dann schnell Fastbreak spielen, dann sind wir sehr schwer zu stoppen. Zu deiner persönlichen Leistung. Ich würde mal sagen, du wirst von Spiel zu Spiel besser, effektiver. Ja, ich versuche natürlich im Training mich jeden Tag weiterzuentwickeln. Und ich bin natürlich happy, wenn man das sieht. Ja, erstmal Glückwunsch an Daniel hier und sein Team. Ich glaube, ganz, ganz klar, natürlich auch verdient gewonnen. Haben halt eine mega Aggressivität, setzt dich immer wieder unter Druck und Finn hat immer wieder eine Antwort auf die Sachen, die du machst. Und wie das so ist, wenn du unten drin stehst, fehlt dir natürlich dann auch das Glück. Wenn irgendein Ball da irgendwo hinfällt, dann fällt er natürlich Tübingen in die Hände und die schmeißen ihn rein. Das sind so Sachen, mit denen musst du zurzeit leben. Das ist sehr anstrengend. Keine Frage. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt mit der Leistung der Mannschaft jetzt nicht unzufrieden, auch wenn wir verloren haben. Ich glaube schon, dass wir Ansätze gezeigt haben, gesagt, da kann man drauf aufbauen. Und ja, nicht jeder ist wie Tübingen. Ne? Wir haben noch 6 Spiele und ich glaube, wir haben noch wirklich eine realistische Chance. Ich glaube auch daran, wir müssen zu Hause unsere Hausaufgaben machen. Die werden nicht einfach, aber nichtsdestotrotz musst du daran glauben. Und die Spieler natürlich sind sehr frustriert, aber ab Dienstag Kopf hoch und dann geht's weiter. Wir müssen da irgendwie durch. Es war heute ein enges Spiel. Wenn ich die ersten 33 Minuten sehe, dann muss ich sagen, dass wir ohne Energie gespielt haben. Das war richtig langweilig. Wir haben zu viele Fehler gemacht und konnten nicht an unsere gewohnte Leistung anknüpfen. Wir hatten die Möglichkeit, auf 10 Punkte davon zu ziehen, aber wir haben sie nicht genutzt. Wir hatten defensiv zu viele Aussetzer. Die letzten 7 Minuten waren dann gut. Zach Seljas war der Schlüsselfaktor. Er hat in der entscheidenden Phase getroffen und seine Teamkollegen mitgenommen. Zudem haben uns die Fans dann getragen. Am Ende konnten wir uns dann auch defensiv steigern, aber man hat wieder gesehen, dass es in dieser Liga eng zugeht. Jedes Spiel ist ein harter Fight. Am 1. April steht erneut ein Heimspiel an, dann sind die Gladiators Trier zu Gast in der Paul-Horn-Arena. Danach geht es in der Hauptrunde noch gegen Gießen, Hagen, Dresden, Karlsruhe und Schwenningen. Das war's vom Sport. Mit 2 Siegen schicken wir sie in die Woche und auch der Tiger hat nun Feierabend.